Ihr lieben Freunde, seid alle ganz herzlich gegrüßt in diesen herausfordernden Tagen des beginnenden Jahres 2021. Wenn wir zurückschauen auf 2020, dann können wir eigentlich nur staunen, wie sich die ungewöhnlichen Ereignisse aneinander reihten und wie wir nach und nach lernen mussten, damit klarzukommen. Und wir sind noch nicht am erlösenden Ende angekommen, auch wenn nicht mehr viel fehlt. Alles fing ja schon vor etwa 2000 Jahren an, als Jesus das erste Mal auf der Erde war und den Pharisäern und Sadduzäern, also der frommen Elite in Israel, tief in die Augen schaute. Er konnte sofort tief in ihr Inneres hineinsehen und ganz genau erkennen, was sie über ihn dachten. So forderten sie sofort ein Wunder von ihm, mit dem sie glaubten, ihn postwendend blamieren zu können. Damit hätten sie die richtigen Argumente gegen ihn. Und sie brauchten ihre eigene charakterliche Situation erst gar nicht betonen. Jesus antwortete ihnen ohne zu zögern. Lesen wir den Bibeltext, der das ausdrückt. Matthäus 16, Vers 2 bis 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot, und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Einer Reihe von unseren Zuschauern geht es ähnlich. Sie kommentieren unsere Videos mit völlig unverständigen Kommentaren und geben damit gleichzeitig zu verstehen, dass sie das Evangelium und die Dringlichkeit dieser Zeit gar nicht verstanden haben. Vor allem, dass Jesus das lebendige Wort Gottes ist. Jesus ging mit seiner Antwort sogar noch ein Stück weiter. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, nämlich Matthäus 16, Vers 4. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Das Zeichen Jonas war dessen Ungehorsam gegenüber Gottes Befehl, nach Ninive zu gehen und die Leute dort zu warnen, und sein unfreiwilliger Aufenthalt im Laufe seiner Reise nach Ninive im Bauch des großen Fisches, in den er hineingekommen war. Jesus warnte seine Jünger also vor Religiösen und vor den Gesetzesanhängern der damaligen Zeit, die von der wahren Lehre abgefallen waren, indem sie etwas Eigenes hinzufügten oder wegnahmen und auf diese Weise die Wahrheit verdrehten. Jesus warnte dringend vor der Verdrehung der Wahrheit, die sich immer weiter ausbreitet. Die Warnungen Jesu erinnern uns heute an die Menschen, die die Wahrheit der Bibelprophetie verunglimpfen, sich darüber lustig machen und das alles für ausgemachten Blödsinn halten. Petrus, der eine besondere Nähe zu Jesus hatte, bekannte sich voll und ganz zu den Aussagen Jesu Christi. Lesen wir den Bibeltext, den wir dazu ausgewählt haben. 2. Petrus 3, Vers 3 bis 7. Und zuerst dies wisst,
dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. So heißt es in der Elberfelder Studienbibel, die ich meist anwende. Heutzutage ist es ohne weiteres zu verstehen, dass die humanistischen Wissenschaften, die Soziologen und überhaupt die politische und wirtschaftliche Elite auf der ganzen Welt den Gedanken hassen, dass es überhaupt einen Schöpfergott gibt, der sich eines Tages auf allen Gebieten unseres Lebens durchsetzen wird. Aber die große Tragik besteht darin, dass viele christliche Leiter und Leiterinnen sich ebenfalls lustig machen über die Bibelprophetie, weil sie denken, dass diese alten Verse keinerlei Bedeutung mehr für uns heutige haben. Sie fragen schmunzelnd, warum es wohl immer noch Leute gibt, die an so etwas glauben. Die Entrückung zum Beispiel, vor allem die Vorentrückung, wird von ihnen milde belächelt und abgetan. Mit dem unbedingten Willen zur göttlichen Wahrheit denken wir an die Schlange, die im Paradies das menschliche Elend mit Adam und Eva angefangen hatte. Viele geistliche Männer und Frauen in Diensten ihrer Kirchen und Gemeinden haben weder das nötige Unterscheidungsvermögen noch das nötige Interesse. Alles, so betonen sie wieder und wieder, ist so, wie es von Anfang an war. Es habe schon immer Dummköpfe gegeben, die an die biblischen Worte geglaubt hätten, aber nichts hätte sich inzwischen geändert. Jesus pflichtet zu antworten, ein böses und ungerechtes Geschlecht seid ihr und deshalb werdet ihr kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Jesus liebte es, die bevorstehende Opferzeit, mit der er die bußfertigen Menschen retten würde, unmissverständlich anzukündigen. Allein die Rettung durch Jesus war zu allen Zeiten der gültige Ausweis, auf den man vertrauen konnte. Und so ist es bis heute geblieben. Lesen wir einen weiteren Bibeltext, 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wieder aus der Elberfelder Studienbibel entnommen. Ich sage das, damit du es auch finden kannst. Paulus nennt die Erkenntnis Christi als den einzigen richtigen Weg für jeden Menschen. Dabei ist es bis heute geblieben und wird auch dabei bleiben. Gott, der Vater einer jeden menschlichen Generation, erwartet, dass sie unterscheiden können, was richtig und falsch ist, was göttlich und was nicht göttlich ist.
Es ist eine Katastrophe, was die Mehrheit unserer Mitmenschen sich so zusammenreimt. Gott der Vater möchte, dass wir unser Leben nutzen, um unterscheiden zu lernen. Das gehört zum Christenleben unverzichtbar dazu. Unterscheiden können, gut und böse, süß und sauer, einfach alles. Die gebildeten Juden hätten leicht zu Jesu Lebzeiten erkennen können, wer er war, dass Gott unter ihnen wandelte. Aber die allermeisten wollten das gar nicht, weil sie Angst hatten, die Autorität über die einfachen Menschen, die sie beherrschten und beherrschen wollten, zu verlieren. Das war in Israel vor fast 2000 Jahren. Heute ist es keinen Deut anders. Wir haben die Bibel, wir haben 2000 Jahre weitere Erfüllung biblischer Prophetien. Eigentlich müssten wir ganz genau erkennen, was richtig und was falsch ist. Möge Gott uns dabei helfen. Noch einmal, unterscheiden lernen, ihr Lieben, kann Leben retten. Und Heuchler wählen freiwillig, keine Unterscheider zu sein. Gerade heute ist es wichtiger denn je zu wissen, wer in den Augen Jesu ein Heuchler ist. Wie die Pharisäer und Sadduzäer damals, die leicht hätten herausfinden können, dass der göttliche Messias mitten unter ihnen ist, wenn sie nur ihre geistliche Blindheit und ihren Stolz abgelegt hätten, sodass sie das Zeichen des Jona richtig gedeutet hätten. Sie weigerten sich, Gottes Erlösungsplan anzunehmen. Jesus war und ist und bleibt das Zentrum des göttlichen Erlösungsplans, und zwar von allem Anfang an. Jesus war und bleibt das Herzstück des göttlichen Erlösungsplans, und er erlebte die Dunkelheit und Verzweiflung, wie Jona im Bauch des großen Fisches, der ihn verschluckt hatte, als er am Kreuz von Golgatha hing. Sie wollten Jesus nicht als ihren Messias akzeptieren, deshalb nannte Jesus sie auch Heuchler. Sie waren sicher, Gottes Plan für Israel zu kennen. So ist es auch heute. Aber heute gibt es bereits viele messianische, das heißt christusgläubige Juden, die in keine christliche Kirche mehr gehen, sondern in ihre christliche Synagoge stattdessen. Und sie werden nach wie vor von den traditionellen Juden verfolgt. Dabei zeigt uns die Zeit, in der wir leben, ganz genau, wie weit wir mit der biblischen Prophetie fortgeschritten sind und in welcher Zeit wir leben. Damals hatte das Berufspriestertum Angst, Jesus könnte ihnen die Leute wegnehmen, die sie gewohnt waren zu beherrschen. Heute haben manche geistlichen Leiter Angst, die prophetischen Ereignisse der Bibel würden sie brotlos machen und nicht in unsere moderne Zeit passen. Wenn der Herr Jesus jetzt leben würde, würde er sicher mit den Spöttern genauso umgehen wie damals. Und er würde sagen, eine boshafte Generation verlangt nach einem Zeichen, aber sie werden kein Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Deshalb schreibt Paulus auch an seinen Juniorpartner Titus. Lesen wir den Bibeltext Titus 2, die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen,
heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Wiederum ein Text aus der Elberfelder Studienbibel. Jetzt am Anfang will ich das noch ein paar Mal wiederholen, später nicht mehr, denn ich benutze diese Bibel hauptsächlich. Ein weiterer Bibeltext, Lukas 21, die Verse 27 bis 28. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Jesus sagte diese Dinge genau voraus in seinem Gespräch mit den Jüngern und er wies sie genauestens an, was sie zu tun hätten. Und wir haben als einzige Generation aller Menschengenerationen das Vorrecht, Jesu Worte ganz real mitzuerleben, wie sie sich erfüllen. Ein weiterer Bibeltext, Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Schließlich geht es darum, durch ungebrochenen Glauben an Jesus Christus, an die Bibel, an die Prophetie, rechtzeitig zu Jesus hin entrückt zu werden. Das ist das Erfordernis unserer Zeit. Und dieses Vorrecht ist uns, die wir jetzt leben, als einziger Generation vorbehalten. Ihr lieben Freunde, das sind die schwerwiegendsten, positivsten Dinge, die ich in der Bibel habe je finden können. Und ich bitte euch, denkt darüber nach und beschäftigt euch damit. Ich möchte euch segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.